ehrlich denke, ich werde ihn definitiv jetzt nicht unbedingt den Kopf gleich abschlagen. Ich habe ja erstmal eine Friedenspfeife wollte ich gerade sagen. Dass ich halt erstmal mit ihm reden kann. Und dann werden wir erstmal weitermachen. So, hier längs konnte ich noch. Was ist das denn hier? Eine aufgespießte Leiche. Groovy. Das war wohl auch zur Abschreckung dienen, oder? Oh Gott. Okay, also mich hält sowas nicht ab. Gerade wenn diese Leiche noch Gegenstände enthält, die ich an mich reißen und verkaufen kann. So. Oh, 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 guck mal da. Guck mal da, Tobi, Tobi. Guck mal da, Tobi. Das hier. Schluss mit Feiern. Schlägt oder bestraft, dann bin ich nicht. So was. Eine Hochebene. Mein Stahl wird treffen. Hoch lebe diese Ebene. Aber hier gibt's auch nichts weiter, okay. Zu den nördlichen Gehöfen. Ah, da muss ich doch bestimmt dann hin zu den... ne? Oh, ein Bote. Ich wollte gerade sagen, da muss ich doch bestimmt hin, um die, auch die Botschaft abzugeben. Mein Stahl wird treffen. Damit die Frau ihre Rüben verkaufen kann oder irgendwie sowas. Der Text dieses Briefes ist in einer einfachen, unauffälligen Schrift geschrieben. Liebste Mathilda, ich wollte euch diese Zeilen als Trost senden, doch nicht einmal in einem Brief könnte ich euch anlügen, meine Geliebte. Im Morgengrauen werde ich auf eine Patrouille geschickt, um Gerüchte über die Ruinen zu überprüfen, die man weit südlich der Feste Ilkhard gefunden haben soll. Noch weiter südlich als das neu besiedelte Farmland da unten. Doch die letzten beiden Patrouillen, die dorthin gesandt wurden, fielen beiden den Utgard in die Hände und wurden brutal abgeschlachtet. Ich fürchte nun, dass ich von diesem Einsatz nie wie mehr zurückkehren werde. Doch noch mehr beunruhigen mich die immer zahlreicheren Berichte von wehrlosen Siedlern, die von den Wilden abgeschlachtet werden. Ich fürchte, die Heimat dort unten ist nicht mehr sicher. Ihr müsst die Kinder nehmen und aus Niewinter fliehen, so schnell ihr nur könnt. Ich würde selber kommen, um euch sicher zu geleiten, aber das Herz von Kommandant Damas ist hart wie Stein. Er hat angeordnet, dass jeder, der seinen Posten ohne Erlaubnis verlässt, ohne Gerichtsverfahren als Deserteur gehängt werden soll. So kann ich nichts weiter tun, als euch diesen Brief zu senden und zu beten, dass er euch noch vor dem Utgard erreicht. In Liebe, euer Willem. Hm. Der Bote, der hat es auf jeden Fall nicht weit geschafft. Also müssen wir jetzt auch noch dafür sorgen, dass da irgendjemand diesen Brief kriegt. Heimstätte. Ach, diese Musik. Oh, da oben steht jemand. Aber anscheinend nicht gefährlich. Verängstigter Händler. Hallo. Bitte helft uns. Die Utgard haben uns unsere Karawane angegriffen. Was sind sie denn? Wir hörten einen Kriegsschrei, ihr Kriegsschrei. Und konnten weglaufen, bevor sie uns gefunden haben. Aber wir mussten unsere Wagen zurücklassen. Und die haben sie geplündert. Wir brauchen jemanden, der unseren so Wagen repariert. So leicht besiegt oh nein, ihr mich die nicht. Utgard zurück. So leicht besiegt ihr mich nicht! Das werdet ihr bedauern! So leicht besiegt ihr mich nicht! Na, der Troll. Der Trollo. So. Anstelle wegzulaufen. Naja, okay.
Den konnten wir jetzt wohl irgendwie dann doch nicht mehr helfen, habe ich so die strikte Annahme. Hm. Naja. Oh. Ja. Sitz da hinten und schmoll. So. Ich schmoll jetzt hier auch. Okay. Hm. Okay. Was haben wir denn hier? Gar nie nichts. Nein. Gar nichts. Na super. Nein, Tommy, du bist leider umsonst mir gefolgt. Hier ist nichts. Hm. Ein Haus. Guck mal, ein Haus und ein Fass. Ich fass es nicht. Ach Gott. Oh, Entschuldigung. Dich wollte ich jetzt nicht schlagen. Zerstörtes Gehöft. Hab hier dieses Gehöft zerstört. Säcke. Hallo, was machen die denn? Okay, hier haben wir also ein zerstörtes Gehöft. Okay, keine Ahnung, was das soll, aber gut. So, Moment, das machen wir anders. Die gehören da rein. Nee. So, was ganz hinten hin. Der ist ja wahrscheinlich leer, ja. Ein bisschen Ordnung gemacht hier. Mein Stahl wird treffen. So, ein Gehöft, was aber nicht verschlossen ist. Okay. Oh. Oh. Hier sind wohl alle schon tot. Könnte das vielleicht mit dem Brief zusammenhängen? Der Rom. Okay. Tagebuch der Heimat. Oh, am Moment. War das Herrchen? Oder Frauchen? Komm, weißt du was? Komm mit. Du musst hier nicht alleine rumstehen. Na komm, komm, komm. So. Siehst du wohl. Bist du hier nicht alleine? Hm? Hast neue Leute, die sich um dich kümmern können. Bist hier im Tiertempel. Naja. Besser kannst du doch gar nicht laufen. Sag doch mal. Oder? Uff. Na gut. Aber das Tagebuch. Blutflecken bedecken den Einband und viele der Seiten in diesem Tagebuch. Die meisten Eintragungen wurden in einer festen, forschen Handschrift vorgenommen und beschreiben die alltäglichen Mühen einer Siedlerfamilie, die ihr Land bearbeitet und die Felder bestellt. Der letzte Eintrag aber ist in einer feineren Handschrift geschrieben. Die Utgard sind über uns hergefallen, als wir im Feld waren. Es gab weder eine Vorwarnung noch einen Grund für diesen plötzlichen Überfall. Vater stolperte, als ein Pfeil ihn ins Bein traf. Doch während die Wilden auf seinen gefallenen Leib eindroschen und einhackten, konnte Mutter und ich ins Haus entkommen und die Türen verrammeln. Doch wir können ihnen nicht entkommen. Die Wilden haben das Haus umzingelt. Die Soldaten von der Feste Ilkard sind zu weit entfernt, um noch rechtzeitig einzutreffen, um uns zu retten. Und ich befürchte, die Nachbarn sind bereits tot. Wenn die Wilden die Türen aufbrechen, kann ich nur darum beten, dass unser Tod schnell und gnädig sein wird. Oje. Oje. Das ist aber nicht gut.
Ja, zumindest hat es wirklich keiner überlebt. Ach, was ist nur in die Gefahr, diese komischen Wilden, die ja eigentlich gar nicht so böse sein sollten? Also eigentlich. Das werdet ihr bedauern. Ist der hier reingegangen? Das werdet ihr bedauern. Wir klauen nur. Wir sind nicht böse. Wir klauen nur. Ja, ja. Galia. Aber das, die scheint etwas kleinwüchsig zu sein. Vielleicht ist das ja sogar die Frau von Eckel. Mal gucken. Ich grüße euch, mein Freund. Ich hoffe, mein Mann kommt bald zurück. Eckel hat sich die ganzen Geschäfte gekümmert, aber ich habe keine Ahnung, wie man einen Hof führt. Das ist so schrecklich. Hier, Brief von eurem Mann. Ein Brief von Eckel? Darf ich mal sehen? Das sieht aus wie seine Unterschrift. Und hier ist eine Liste mit Käufern für unsere Ernte. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mir diese Nachricht gebracht habt. Es steht hier auch, dass ich euch... Was? Es steht hier auch, dass euch Eckel eine Belohnung versprochen hat. Also, wir hören sich 300 Goldmünzen an. Ich wäre Hof gerettet, da wäre doch etwas doch angebracht, oder? Nun, ich denke, es wäre möglich. Ihr habt schließlich Eckel und mich vor dem Ruin bewahrt. Hier, nehmt diese Schriftrolle. Sie ist ein Überbleibsel aus meinen Tagen als Abenteurerin. Ich denke, ich werde sie nun nicht mehr brauchen. Hier, nehmt das Gold. Ihr habt es euch redlich verdient. Ohne diese Hinweise hätte ich nicht gewusst, wohin mit den ganzen Rüben. Wir wären ruiniert gewesen. Okay, gut. Das ist doch schön. Eckels Botschaft überbringen. Eckels Liste von Interessenten für seine Steckrübenernte wurde an seine Frau überbracht. Dadurch wurde sein Bauernhof von dem finanziellen Ruin gerettet. Tada! Was haben wir jetzt bekommen? Irgendeine Schriftrolle noch? Oh, mächtige Steinhaut. Das klingt interessant. Geh weg. Cool. Naja. So. Dann haben wir hier noch einen Hof gefunden. Das werdet ihr bedauern. Ja, aber das... Okay, das war's hier anscheinend. Ach, da geht's noch rein, okay. Ah, guck mal da. Nieder mit den Halblingen! Juhu! Das hier werden wir nicht beide überleben. So. Und du hast verloren, da ist noch was. Sonst noch jemand? Nö. Okay, ein Wegweiser. Dies ist das Land des Elchstammes. Eindringlinge unwillkommen. Das hier werden wir nicht beide überleben. Okay, das kann ich nicht ausnehmen. Eindringlinge unwillkommen. So, jetzt bin ich da. Und was jetzt? Leiche. Eine Tasche plus 6, okay. Kam für den wohl zu spät. Pestleiche. Okay, mit dem kann ich reden. Oh, hier, okay, hier sind auch ganz viele Pestopfer anscheinend. Das... Pestleiche, Pesthaut. Oh Gott. Zauber. Oh, das ist auch cool. Ein paar interessante Waffen. Hallo? Ey. Hallo? 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 Seid gegrüßt. Ihr
verlangt ein Friedensabzeichen, Junge. Wollt ihr mit dem Volk des Elches verhandeln? Ich möchte mit eurem Häuptling zur Kandora sprechen. Ihr kommt unter der Friedensflagge und seht wie ein edler, vertrauenswürdiger Mann aus. Geht und sprecht mit Zoka. Seine Räume sind in der Mitte. Nehmt den östlichen Gang, um zu ihm zu finden. Okay. So. Und jetzt legen wir hier irgendwo eine Bombe und sprengen das ganze Ding in die Luft. Und hoffen, dass wir irgendwann dann den Kopf finden. Okay. Ja, die wollen anscheinend wirklich nichts von einem. Cool. Tommy, halt einen Schnabel, du kannst das eh nicht. Hier, kümmere dich lieber um die Truhe da. Mann. Los, mach die Truhe. Los. Hallo. War wohl nix. Oh. Das scheint wohl etwas härter zu sein. Das hier werden wir nicht beide überleben. Dann sollte ich mich da auch nicht rantrauen. Goldener Stirnreif. Hätte ich auch schon häufiger gefunden. Hallo. Das Begrüßungskomitee habe ich mir anders vorgestellt. Irgendwie enthusiastisch. Ich weiß auch nicht. Isenguts vollständige Abhandlung über die Seefahrt. Das sieht aber auch besonders aus, das Buch. Das Buch bildet den Abschluss einer der unbekannteren Abenteurer Iselguts, des berühmten Historikers und Chronisten des Nordens, der vor gut einem Jahrhundert verstarb. Die vollständige Abhandlung über die Seefahrt behandelt umfassend die Entwicklung des Schiffbaus, der Navigation und der Kartografie. Außerdem enthält sie eine detaillierte Untersuchung all der Gefahren, die gemeinhin mit Seereisen in Verbindung gebracht werden. Am Ende des Buchs ist handschriftlich ein kurzes Kapitel über die Freuden des Schwimmens hinzugefügt worden. Da aber weithin bekannt ist, dass Iselgut große Angst vor dem Wasser hatte, durfte es sich bei diesem Zusatz um die Fälschung eines unbekannten Witzbolds handeln. Okay, das klingt wichtig. Nehme ich mal so mit. Seuchter Krieg. Oh. Ich dachte, ich hätte es schon. Wohl nicht. Wie andächtig. Nein, Bücherregal. Wind am Lagerfeuer. Was gibt's denn hier drin? Ist noch größerer Raum, okay? Ein Bücherregal. Bücherregal findet sich mehrere Bände, welche über die Entwicklung ausgefallenen Flugmaschinen Ferons beschreiben. Der letzte Band fehlt. Okay. Und hier? Der letzte Band dieser langweilig wirkenden Bücherei über das Schwimmen scheint zu fehlen. Okay, dann habe ich doch hier. Über das Kreischen und Metall. Ach, die Tür hier ist aufgegangen. Ach, guck's. Das werdet ihr bedauern. Okay, dann muss ich die Bücher halt finden, um in die Räume hier anscheinend reinzukommen. Na sowas! Sowas, sowas, sowas! Pfeile! Oh, hier ist auch wieder ein Buch zum... Da fehlt wahrscheinlich auch wieder ein Buch. Okay. Also es fehlen hier praktisch noch zwei Bücher. Ja? Okay. Oh je. Na gut, gehen wir dann erstmal hier weiter. Was gibt's denn hier bei euch so drin, ha?
Eine Urne gibt's hier. Die Asche von Flinker Wolf. Okay. Die Asche von Flinker Wolf. Das ist aber nett. Und jetzt ist es mein. Mein ist die Asche. Von Flinker Wolf zumindest. Mein Stahl wird treffen. Stamm des Elchs Schamane. Unverletzt. Unverletzt. Isenguts vollständige Abhandlung über die Luftfahrt. Aha. In diesem Buch scheint es sich um den letzten Band von Iselguls vollständige Abhandlung über die Luftfahrt zu handeln. Eine legendäre Reihe, die vor gut einem Jahrhundert verfasst wurde. Das Werk liefert einen detaillierten Überblick über die Geschichte des Fliegens auf Feron, der magischen wie technischen Erschließung der Lüfte. Es beginnt mit dem ersten Versuchen verschiedener Magien, die Kunst der Levitation zu meistern und schließt mit den Konstruktionsplänen für verschiedene fremdartig anmutende Flugmaschinen, die von den Gnomen Lantans erschaffen wurden. Aha. Kann ich ja nicht reden? Was ist? Die Kinder des Elchs weinen vor Leid. Die Pest wütet unter unserem Stamm. Bitte, wenn ihr nicht schon bei ihm wart, ich flehe euch an, sprecht mit Zokan Donnera, unserem Häuptling. Wo ist er denn? Ihr findet Zokan im Zentrum dieser Anlage. Bitte geht jetzt zu ihm. Zentrum dieser Anlage, okay. Ja, ich gehe ja dann auch hin. Ich will nur halt erstmal gucken, ob es hier irgendwie was gibt. Oh, hier gibt es eine Leiche. Komm hier. Ne? Ihr müsst ja jetzt hier nicht die ganze Zeit mit dieser Leiche... Das werdet ihr bedauern. Ich muss ja jetzt hier nicht die ganze Zeit mit dem Raum liegen. Wie sieht das aus? Eine weitere Tür. So, hinter mir ist gerade irgendeine Tür aufgegangen. Ein Gefangener. Danke, danke, dass ihr mich befreit habt. Ich dachte schon, Zokan würde mich nie wieder aus diesem Käfig lassen. Wer seid ihr? Mein Name ist Arden. Ich bin Soldat des Grafenbündnisses. Das war ich zumindest, bevor Zokans Leute mich gefangen haben. Wie seid ihr gefangen genommen worden? Ich war auf einer Speermission, als ich in die Gruppe Elchkrieger gestolpert bin, die zu viert waren. Zum Glück haben sie Gnade walten lassen und mich nur gefangen genommen, anstatt mich zu töten. Was könnt ihr mir denn da also erzählen? Sie behandelten mich ganz gut, obwohl ich Angst hatte, mir die Pest einzufangen. Es scheint, als wäre der ganze Stamm infiziert. Ihr Häuptling Zokan kam und hat sich ein wenig mit mir unterhalten. Ich habe so einen gewalttätigen Wilden erwartet, aber er schien mir ein vernünftiger Mann zu sein. Zokan fragte mich, ob ich Kommandant Damas aus der Feste Ilkard kennen würde. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht kenne, aber es war offensichtlich, dass Zokan ihn hasste. Er gibt ihm die Schuld an der Pest, die die Utgard heimgesucht hat. Was? Warum das denn? Ich weiß nicht, warum Zokan Damas so sehr hasst. Ich denke, da müsst ihr den Häuptling der Utgard selbst fragen. Aber das wird wohl nicht geschehen. Natürlich. Schafft ihr es allein hier raus? Zu fliehen, meine ich? Die meisten Utgard sind zu pestkrank, um mich aufhalten zu können. Das klappt schon. Ich wünschte, ich könnte euch entlohnen, aber mir bleibt nur, euch ein weiteres Mal zu danken, bevor ich gehe. Also, vielen Dank. Ja, komm. Dann hau mal ab. Ring des klaren Denkens. Los immer gut. Klares Denken ist immer gut. Das. Ja, und ist hier auch noch einer drin, ein Gefangener. 94.000. Cool. Noch ein Gefangener, yeah. Willkommen, mein Freund. Wird auch Zeit, dass mich hier jemand rettet. Wer weiß, was diese Wilden mir sonst noch angetan hätten, wenn ihr ein bisschen langsamer gewesen wäret. Wer seid ihr? Na klar, lasst uns Zeit zum Vorstellen vertrödeln. Macht euch bloß keine Gedanken, wie ihr mich hier sicher rausbekommt. Das wäre wohl auch zu viel verlangt, was? Mein Name ist Milin, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Mein Vater hat mir ein großes Erbe hinterlassen und davon habe ich mir einen Hof gekauft. Und dann kamen diese verfluchten Wilden und haben alles zerstört. Hat man euch etwas angetan? Alles, was sie bis jetzt getan haben, ist mich in diesen Käfig zu stecken. Vermutlich, um mich für ein Heidenritual zu benutzen, das sie von dieser Pest befreit, die den ganzen Stamm infiziert hat. Was erwartet ihr denn? Sie haben mich gefangen. Die Tatsache, dass sie mich bisher nicht getötet haben, oder Schlimmeres, bedeutet vermutlich nur, dass sie irgendeinen grausamen, schrecklichen Folter planen. Dreckige Wilde. Wie haben euch denn gefangen? Behauptet ihr, das wäre meine Schuld gewesen? War's nicht. Ich habe bloß draußen im Garten auf meinem Hof gearbeitet, als diese Barbaren angriffen. Sie haben mein Heim zerstört und mich schreiend und tretend zu diesem Gefängnis gebracht. Na gut, ihr findet sicher hier heraus, ne? Ich denke, ich finde den Weg schon, wo all diese Wilden mit der Pest da niederliegen. Tolle Rettung, wirklich. Pah! Meine Mutter hatte recht. Es ist einfach nicht sicher, auf einem Hof auf dem Land zu leben. Ich reise jetzt sofort nach Diventa
Und ihr könnt sicher sein, dass ich diese Stadt eine Weile nicht verlassen werde. Ja, du würdest es wahrscheinlich auch nicht können. Die steht unter Quarantäne. Also ich nehme mal an, dass sie wahrscheinlich immer noch unter Quarantäne steht. Ach, der Schamane ist hier reingegangen, deswegen war die Tür hier offen. Und hier ist auch Zoka. Naja, werden wir uns auch gleich mal ein Häppchen mit ihm unterhalten. Gerade weil er ihn nicht leiden kann. Verspricht es interessant zu werden. Iselguts vollständige Abhandlung über die Pferde. Aha. Dann habe ich doch jetzt alle drei. Das werdet ihr bedauern. Nochmal vor einen Blick reinwerfen. Der letzte Band in Iselguls. Inselguls. Hochgelobter vollständige Abhandlung über die Pferde. Die früheren Bände dieser Reihe behandeln Pferdezucht, die richtigen Dressurmethoden und die vielfältigen Arten des Reitens zur Erholung. Dieses Werk aber ist ausschließlich dem berittenen Kampf gewidmet. Das Kapitel über den Lanzengang ist besonders interessant, ebenso wie Inselguls Bericht über die Tuiganischen Reiter aus den Herdenlanden im Osten. Achso, okay. So, Zokan. Ich bin Zokan Donnerer, Häuptling des Volkes des Elchs. Wer seid ihr, der ihr hier vor mir steht? Na, ich bin ich. Du solltest definitiv mal irgendwas lutschen, was gegen das Halskratzen hilft. Ich bin Elvin Hanar. Warum seid ihr hierher gekommen, Elvin Hanar? Mein Volk stirbt, Alte ebenso wie Junge. Der heulende Tod wütet unter meinem Stamm und nicht einmal unsere stärksten Kämpfer können ihm widerstehen. Das ist ein Ort des Todes, Elvin Hanar. Bald werden wir alle infiziert sein. Wir sind hierher gekommen, um zu sterben. Ich frage euch also erneut, warum ihr zu diesem bereits verdammten Fall gekommen seid. Ich bin euch gekommen, um Heilmittel zu machen. Oder nee. Ja, Yussam, ja genau. Der heulende Tod peinigt mein Volk. Männer aus Luskan haben mich aufgesucht. Sie versprachen ein Heilmittel, um mein Volk zu heilen. Deswegen haben wir uns mit ihnen verbündet. Doch sie haben uns angelogen. Sie haben kein Heilmittel. Mein Volk ist im Untergang geweiht. Doch jetzt kämpfen wir aus einem anderen Grund mit den luskanischen Streitkräften. Rache. Wir wollen uns an den Grafenbündnis und dem Mann, der sie zur Feste Ilkat geschickt haben, rächen. An dem Mann, den man Damas nennt. Warum wollt ihr euch an ihm rächen? Damas hat uns mit dem heulenden Tod infiziert. Wir dachten, er wäre ein Freund, doch er möchte den Stamm des Elches vernichten, damit er unser Land stehlen kann. Er hat uns ein Geschenk angeboten. Laken. Laken, die mit der Pest infiziert waren. Damas wusste, wie rasch sich die Pest verbreiten würde. Er verfügt zweifellos über ein Heilmittel, falls sich seine eigenen Leute anstecken sollten. Wir griffen die Feste Ilklat an, um das Heilmittel zu beschaffen, das uns damals verweigert. Okay, also wenn ich euch das Heilmittel bringe, dann... Das Wohlergehen meines Stammes ist von oberster Wichtigkeit für mich. Heilt uns vom heulenden Tod und der Stamm des Elchs wird den luskanischen Streitkräften nicht länger dienen. Wir werden sogar unseren Hass und unsere Rachegelüste gegenüber Kommandant Damas vergessen. Okay, ich werde zurückkehren. Damas wird alles leugnen. Nehmt diese Laken als Beweis für seine Verbrechen. Sie sind jetzt harmlos geworden. Die Pest kann sich nach einigen Tagen nicht weiter ausbreiten. Doch diese Laken sind es, die mein Volk töten. Wenn ihr wirklich den Stamm des Elchs helfen wollt, dann geht zur Feste Ilklat und besorgt euch von Damas das Heilmittel für die Seuche. Elvin Hanar. Ja. Ja. Werden wir tun. Aber erstmal habe ich hier noch ein paar Bücher in die Regale zu packen, sehe ich gerade. Oder wollte ich mich gerade noch dran erinnern? Oh, nee, halt. Belagerung der Festung. Zorkan hat euch den Grund dafür erklärt, dass sich der Stamm des Elchis Luskan im Kampf gegen das Grafenbündnis angeschlossen hat. Es war der heimtückische Verrat des Kommandanten Damas. Dieser hat Decken mit dem heulenden Tod infiziert und sie dem Stamm zum Geschenk gemacht. Die Decken sind der handfeste Beweis für sein Verbrechen. Die Krieger des Elchstammes in der Feste werden sich euch gegenüber friedlich verhalten, solange ihr als Abgesandter auftretet. Aber die weit entfernteren Stammesangehörigen werden wahrscheinlich noch keine Kunde von dieser Entwicklung erhalten haben. Wenn sein Volk geheilt werden konnte, würde Zorkan das Bündnis mit den luskanischen Armeen auflösen und der ganze Stamm des Elches würde sich friedlich verhalten. Na dann. In diesem verstaubten Bücherregal befinden sich mehrere Bände, welche die Entwicklung der ausgefallenen Flugmaschinen Ferons beschreiben. Der letzte Band fehlt. Naja, packen wir doch mal rein. Das werdet ihr bedauern.
cool. Okay, Damas. Na ja, gut, der schien mir sowieso ein Arsch zu sein. Davon jetzt abgesehen. Aber so ein Arsch, das ist hart. Jeder dieser Bände über die Kulturgeschichte des Pferdes in Sport und Kampf ist in Pferdehaut eingebunden. Da wundert es niemanden mehr, dass man hier kaum noch Pferde findet. Ein Band scheint zu fehlen. Ja, ist doch immer schön, wenn man hier so mit Pferdefreunden zu tun hat, ne? Sowas. Pferdehaut gebunden. Konsequent. Infos über die Pflege von Pferden. Eingebunden Pferdehaut. Ja. Man sollte es einfach nicht hinterfragen. So, aber ich werde jetzt erstmal eine kleine Gamepause mal wieder machen. Wird mal wieder Zeit. Jetzt werden wir erstmal so kurz ausruhen. Wenn wir uns hier nochmal vor den Eingang begeben und dann... Ja. Ich denke, in der nächsten Game Session werden wir uns dann mal... dem Kommandanten Damas mal... gegenüberstellen und den mal... ein bisschen ausquetschen von wegen, warum ihr, ne, Stamm des Elches vergiften und, oder... ne, verseuchen. Naja. Das sind dann so die richtigen. Na los, Tomi, wo bleibst du auch da? Okay. Dann würde ich aber auch sagen, sehen wir uns dann voraussichtlich, hoffentlich, in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn dann. Tschüss.